Band und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hallo Leute! Nee, das ist zu langweilig. Warte mal. Oh, mit Herzchen. Nee, aber das ist es auch nicht. So, hallo Leute. Jetzt bin ich ein Hase. Das geht auch nicht. Naja, dann vielleicht doch so. Ist es nicht toll, was man alles mit Handys machen kann? Zum Beispiel eben sich so lustige Filter ins Gesicht setzen. Aber natürlich auch ganz viel sinnvollen Kram. Und telefonieren. Und um all das geht's auch heute in der Sendung. Heute geht's nämlich um Handys. Den Filter probiere ich nochmal. Die meisten Handys sehen heute so aus. Mit einem Berührungsbildschirm und ohne Tasten. Die nennt man auch Smartphone. Ich benutze mein Handy oder eben Smartphone ziemlich viel. Ist ja auch sehr praktisch. Ich kann Fotos machen, Nachrichten schicken und ins Internet gehen. Früher war das anders. Da hat man für alles, was man heute mit dem Smartphone machen kann, ein eigenes Gerät gebraucht. Die ersten Handys gab es vor rund 40 Jahren. Guckt mal, wie riesig die waren. Und sie waren so teuer, dass sich nur wenige Menschen eins leisten konnten. Heute hat fast jeder in Deutschland ein Handy. Ich check heute, wie Telefonate, Nachrichten und Fotos von Handy zu Handy kommen, filme mein eigenes Handyvideo für YouTube und ich finde raus, ob man immer alles posten sollte, was einem gerade in den Kopf kommt. Also, alle bereit? Hallo? Hier kommt der Handy-Check. Hallo! Und jetzt die Checker-Fragen. Wie bekommt das Handy Netz? Was ist eine App? Und was ist Cybermobbing? Das check ich für euch. An diesem Sendemast bin ich mit Florian verabredet. Der ist Handy-Experte und zeigt mir, wie und warum unsere Handys funktionieren. Da ist er. Flo! Flo! Mist, der hört mich nicht. Ich rufe ihn an. Klingelt? Hallo Flo! Hallo, ich bin hier unten, guck mal runter. Hallo, grüß dich. Kommst du runter zu mir, oder? Ja, ich komm runter. Alles klar, super. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Hallo Flo! Hallo Tobi! Grüß dich. Sag mal, du bist Mobilfunkingenieur, ne? Ja, genau. Was heißt das genau? Das heißt, ich kümmere mich um das Handynetz. Wie um das Handynetz? Damit du telefonieren kannst, braucht dein Handy Netz. Und das ist auch meine erste Checker-Frage. Wie bekommt das Handy Netz? Handys funktionieren im Grunde wie Funkgeräte über Funkwellen. Und die Funkwellen werden von Antennen an solchen Masten übertragen und sind eigentlich immer um uns herum. Und unsere Handys empfangen die Funkwellen, ja. Und darüber kann man telefonieren. Okay. Das heißt, wenn diese Funkwellen überall um uns herum sind, kann es sein, dass hier gerade eine Oma mit ihrem Enkel telefoniert und das läuft hier gerade zwischen uns durch. Ganz genau. Das könnte sein. Ja, das kann sein. Aber was passiert denn dann, wenn diese ganzen Informationen auf diesen Funkwellen auf mich treffen? Die treffen dich, die dringen vielleicht auch ein wenig in deinen Körper ein, aber die haben so wenig Kraft, dass sie nichts kaputt machen können. Was hast du da aufgebaut? Ich habe hier eine Karte von Deutschland für dich. Ja. Und der Mast, an dem wir gerade stehen, der ist hier. Und wir nennen den Mast auch Basisstation. Ah, kapiert. Mein Handy funkt den Mast an und der leitet das Gespräch dann weiter zu Florians Handy. Ist noch nicht ganz richtig, es ist noch etwas komplizierter. Da gibt es noch einige Stellen dazwischen. Da gibt es neben den Basisstationen Sammelstellen. Die sind dann für viele verschiedene Basisstationen verantwortlich. Und die leiten das Ganze weiter an eine Vermittlungsstelle. Wenn ich jetzt mein Telefon anmache, dann werden über die Funkwellen, die mein Telefon aussendet, Informationen erstmal da hochgesendet, an so eine Basisstelle. Und dann geht es von da aber nicht direkt zu der Person, die ich anrufe, sondern eine Station weiter, Sammelstelle, und noch eine Station weiter, Vermittlungsstelle. Und jetzt hast du noch nicht mal einen Anruf gekriegt, sondern da wird erst entschieden, wo wird das Ganze hingeleitet, nämlich an dein Telefon, sprich, weil du neben mir stehst, den ganzen Weg wieder zurück und dann klingelt es erst. Also sind meine Daten erstmal eine ganze Weile unterwegs, bevor sie überhaupt auf deinem Telefon ankommen? Ja, genau, die sind eine ganze Weile unterwegs. Wobei die ganze Weile Bruchteile von Sekunden sind. Aha. Boah, das ist echt kompliziert. Aber Logo, die Funkwellen von meinem Handy wären viel zu schwach. Wenn ich zum Beispiel jemand auf dem Handy anrufe, der gerade in Hamburg ist,
wird mein Gespräch erstmal zu einer Vermittlungsstelle in Norddeutschland weitergeleitet. Die Vermittlungsstellen sind Computer, die alle Telefonnummern kennen und wissen, wo sich die Angerufenen gerade befinden. Die Verbindung nach Hamburg ist so schnell, dass der Anrufer beim Telefonieren gar nicht merkt, dass der andere hunderte Kilometer entfernt ist. Und weil ja in Deutschland meistens tausende von Menschen gleichzeitig telefonieren, gibt es überall im Land solche Sammel- und Vermittlungsstellen. Ratet mal, wie viele Basisstationen es in Deutschland gibt. 80.000. Und weil alle Stellen miteinander verbunden sind, nennt man das Ganze auch Handynetz. Florian und ich bringen jetzt an unserer Basisstation eine neue Antenne an. Und das Ding hier sendet echt die Funkwellen los? Die Antenne sendet die Funkwellen. Okay, wie kriegen wir die denn da hoch? Die darfst du jetzt da raufziehen. Mit dem Seil hier nehme ich an. Mit dem Seil hier. Oben warten schon die Kollegen von Florian. Und ich gehe auch mit rauf. Aber dafür brauche ich natürlich einen Sicherheitsgurt. So. So. Meter ist der Turm hoch. Und der Weg nach oben ist echt anstrengend. Hallöchen! Hallo. Oh Gott! Wow! Das ist ja Wahnsinn hier oben! Ja! Wieso müssen wir denn eigentlich unsere Antenne so weit oben anbringen? Weil die Antenne dann nach unten strahlen kann und einfach größere oder Fläche abdecken kann mit ihren Funkwellen, die sie ausstrahlt. Ach so, na klar. Weil von der Antenne aus geht es wie so eine Pyramide runter. Genau, kann man sich so vorstellen. Und je höher die Spitze der Pyramide, desto größer ist natürlich unten die Grundfläche. So kann man sich vorstellen. Unsere Antenne kommt nach ganz oben. Seid ihr denn fertig, Jungs? Ja. Dann geht's wieder runter. In Städten sind die Basisstationen oft auf Häusern. Und guckt mal, die hier ist als Palme getarnt. Wenn ihr mal keinen guten Handyempfang habt, Hallo? Dann kann das daran liegen, dass zu wenig Basisstationen in der Nähe sind. Hallo? Oder ein Hindernis blockiert die Funkwellen. Zum Beispiel dicke Mauern. Auch im Auto ist der Empfang oft nicht so toll, weil das Metall den Funk aufhält. Außerdem ist die Funkverbindung bei hoher Geschwindigkeit nicht so stabil. Und wenn der Empfang mal ganz weg ist, dann heißt das Funkloch. Das Handy verbindet sich per Funk mit einem Sendemast. Der leitet das Signal weiter. Gecheckt. So Leute, und jetzt erstmal. Wo habe ich denn mein Handy? Jetzt ist mal eine Frage an euch. Hä? Wo ist denn das? Wie lang sind alle Filme zusammen, die in einer halben Stunde bei YouTube hochgeladen werden? A. 2 Stunden. B. 1 Tag. Oder C. Länger als 1 Woche. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Unsere Handys sind eigentlich keine Telefone mehr, sondern kleine Computer, die auch telefonieren können. Deshalb steckt in jedem Smartphone komplizierte Computertechnik. Die meisten Handys werden heute in China hergestellt. Weltweit werden jedes Jahr 2 Milliarden Handys verkauft. Das sind so viele, dass sich im Schnitt jeder 4. Mensch auf der Welt einmal im Jahr ein neues Handy kauft. Wahnsinn, oder? Jedes Jahr kommen neue Handymodelle ins Geschäft, die noch mehr können als die Vorgänger. Deshalb kaufen sich viele Leute ein neues Handy, obwohl das alte vielleicht eigentlich noch okay ist. Für die Natur sind neue Handys leider überhaupt nicht gut. Denn da sind Rohstoffe drin, die sehr selten sind und die man echt schwer aus dem Boden bekommt. Die sogenannten seltenen Erden. Das sind Metalle, ohne die kein Handy funktionieren würde. Das Problem dabei, beim Abbau der seltenen Erden aus dem Boden entstehen giftige Stoffe, die oft einfach in die Natur gekippt werden. Und leider werden die Arbeiter oft auch sehr schlecht behandelt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man nie wieder ein neues Handy kaufen soll. Aber es muss ja vielleicht nicht jedes Jahr das neueste Modell sein. Und manchmal kann man sein altes Handy auch noch reparieren lassen. Und was auch echt wichtig ist, alte Handys nicht einfach zu Hause rumliegen lassen, sondern zum Wertstoffhof bringen. Denn da sind viele Stoffe drin, die man wiederverwerten kann. Und ich glaube, das mache ich mit denen jetzt auch. Das sind nämlich die alten Handys von meinem Team.
ich jetzt zum Wertstoffhof. Weiter geht's am Münchner Luitpold-Gymnasium. Hier finde ich raus, wofür die Schüler ihre Handys benutzen. Hallo Said. Hallo Tobi. Grüß dich. Grüß dich auch. Das ist Said. Er ist Online-Experte und zusammen besuchen wir heute die Klasse 6b. Wie geht's euch? Gut. Ich bin der Tobi, das ist Said. Wer von euch hat denn ein Handy? Einfach mal Hand hoch. Okay, wow, das sind ja fast alle. Und jetzt frage ich sie mal, wofür sie ihr Handy benutzen. Meistens nur für Spiele. Ich benutze es oft für WhatsApp und auch manchmal für YouTube. WhatsApp, Snapchat, Instagram und FaceTime. Eigentlich nur WhatsApp und Instagram. Instagram und WhatsApp. Das sind alles Namen von Apps. Und was das genau ist, check ich jetzt. Was ist eine App? Jedes Smartphone hat Apps. Denn ohne die könnte man mit dem Handy nur ziemlich wenig machen. App ist die Abkürzung für das englische Wort Application und bedeutet Anwendung. Apps sind kleine Computerprogramme. Mit denen kann man Nachrichten schreiben, spielen oder Fotos mit Freunden teilen. Insgesamt gibt es fast 5 Millionen unterschiedliche Apps und ständig kommen neue dazu. Einige kosten Geld, andere sind kostenlos. Aber Vorsicht, auch mit kostenlosen Apps wird Geld verdient. Durch Werbung. Und das funktioniert so. Wenn ich zum Beispiel in einer App viele Bilder vom Fußballspielen poste, heißt das wahrscheinlich, dass ich Fußball toll finde. Und das weiß auch der Betreiber der App, denn der kennt alle Bilder, die gepostet werden. Und oft gibt er einige dieser Informationen weiter. Zum Beispiel an eine Firma, die Fußballprodukte herstellt. Und auf einmal taucht in meiner App die ganze Zeit Werbung für Fußballschuhe auf. Wenn ich Apps benutze, verrate ich also eine ganze Menge über mich. Eine ganz besonders beliebte App schaue ich mir jetzt genauer an. YouTube. YouTube kennt ihr alle, oder? Bei YouTube kann man sich Videos angucken und die meisten sind echt lustig. Und jeder ab 16 kann auch Videos hochladen. Und das machen richtig viele Leute. Während der Dauer von einer Folge Checker Tobi werden so viele Videos hochgeladen, dass man über eine Woche brauchen würde, um sich die alle anzugucken. Richtig coole YouTube-Videos kann man schon mit dem Handy machen. Manche werden millionenfach angeklickt. Besonders beliebt sind Beauty-Tipps, Lifehacks und Pranks. Was das genau ist, zeige ich euch jetzt. Dafür tue ich so, als wäre ich selbst ein YouTube-Star. Ist aber nicht ganz ernst gemeint. Hallöchen und herzlich willkommen in meinem neuen Video! Tobis tollen Beauty-Tipps. Beauty-Tipps sind Tipps und Tricks rund um Körperpflege und Schminken. Kennt ihr das? Manchmal habt ihr Pickel, ihr wollt irgendwie aber eigentlich viel schöner aussehen. Ich hab einen Trick. Das ist so eine Schlammmaske. Sieht so aus halt leider. Und jetzt? Also einfach mal so großflächig auftragen, einwirken lassen. 20 Minuten und wenn's juckt, nicht kratzen. Also, das war's mal wieder mit meinem neuen Video. Ciao, euer Turbo-Checki. Und jetzt kommt ein Lifehack. Tipps für den Alltag. Ihr habt mal wieder voll das fette Loch im Socken. Hallo. Nervig. Also einfach nehmen, ein Edding und alles anmalen. Fertig. Und zum Schluss ein Prank, also ein Streich. Hallöchen und herzlich willkommen zu der neuen Episode. Ja, sehr lustig, Leute. Wer war das? Das zahle ich euch heim. Allerdings versteckt sich in diesen Videos ziemlich oft auch Werbung. Guckt mal. Man kann ganz deutlich das Markenlogo auf meinem Pulli erkennen. Ist euch jetzt erstmal nicht aufgefallen, oder? Aber wenn ich jetzt öfter in Videos dieses Logo in die Kamera halte, dann prägt sich das irgendwann ein und dann wollt ihr vielleicht auch irgendwann so einen Pulli haben. So machen das tatsächlich ziemlich viele YouTuber. Die drehen lustige Videos, verdienen aber mit der Werbung, die sie in den Videos machen, viel Geld. Je öfter so ein Video angeklickt wird, desto mehr Geld verdienen die. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht mehr auf YouTube gucken sollte. Aber ich finde, man sollte schon wissen, dass es da auch ums Geld verdienen geht und nicht nur darum, einen netten, lustigen kleinen Film für die Zuschauer zu machen. Jeder sollte sich außerdem gut überlegen, was er hochlädt. Denn wenn es einmal online ist, kann es wirklich jeder sehen. Und das kann später mal ganz schön peinlich werden. Apps sind kleine Computerprogramme auf dem Smartphone. Bei Apps wird häufig mit Werbung Geld verdient. Gecheckt. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat im Unterricht schon mal heimlich aufs Handy geguckt oder auch was mit dem Handy gemacht? Mal einfach Hand hoch. Alle.
Ja. Erzähl mal. Habe ich halt kurz mal mein Handy rausgeholt, weil es vibriert hat und dann halt bei einem Spiel was gemacht. Und wieso glaubst du, ist der Reiz so groß, das zu machen? Wenn das Handy halt vibriert, dann ist es so, dass es dir quasi zeigt, ich bin noch da. Es ist quasi wie, wenn du angesprochen wirst, dann willst du eigentlich auch drauf reagieren. Was hältst du davon, dass jetzt ja auch gesagt wurde, dass das Handy so einen großen Reiz ausmacht, dass man eigentlich immer drauf gucken will? Meine Erfahrung bestätigt das auch, dass die Kinder wirklich Angst haben, etwas zu verpassen. Mhm. Das heißt, wenn ihnen Nachrichten was kommen, dass die Angst haben, es ist was Wichtiges. Aber wenn man die fragt, was sind die letzten Nachrichten, das ist nur alles mal Smiley, 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 ja, jo, hi, ho, ha. Es ist nicht wirklich Wichtiges. Mit Chatprogrammen wie WhatsApp können viele Menschen gleichzeitig miteinander schreiben. Die 6B hat einen eigenen Klassenchat. Bei WhatsApp geht das nur mit dem Einverständnis der Eltern, denn die App ist ab 16. Was haltet ihr davon, wenn ihr mich in den Klassenchat einladet und wir einfach ab jetzt darüber kommunizieren? Ja! Cool, ja, dann machen wir das. Alles klar. So, hab ich schon eine Nachricht gekriegt. Ich bin im Klassenchat hinzugefügt. Okay, also ich meine, das ist jetzt ja langweilig. Ich stehe vor euch. Said und ich, wir gehen mal raus und dann kommunizieren wir darüber, okay? Ihr könnt alles schicken, auch GIFs, Fotos, alles. So, dann können wir eigentlich mal anfangen hier, oder? Mit der Kommunikation. Dann poste ich jetzt mal was in diese Gruppe. Von uns beiden? Ja. Irgendwas Lustiges, warte. Sehr gut. Das ist doch gut. Ja, das ist super nett geworden. Die 6B postet so viel, dass man mit dem Lesen der Nachrichten überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Guck mal, was da schon alles angekommen ist. Hier sind GIF, ganz viele Smileys, ne? Ja, klar. Kleine Sprachnachrichten. Moin. Es sind schon lustige Sachen dabei, aber es ist im Grunde wirklich nichts von Inhalt. Genau, also es ist im Moment, es ist nur alles harmlose Geschichten. Das heißt, es macht nur den Stress bei den Kindern, löst nur den Stress aus, dass die Angst haben, ich verpasse da was oder ich gehöre nicht dazu. Das spielt auch noch was. Aber es gibt natürlich jetzt Schattenseiten, ganz andere Schattenseiten. Das ist, wenn jemand über den anderen herzieht, dass der Cybermobbing betreibt. Oh, warte mal, der Begriff ist wichtig und das ist auch eine Checkerfrage. Was ist Cybermobbing? Cybermobbing ist Beleidigen übers Handy, übers Internet. Ganz normaler Mobben. Mhm, also Gemeinheiten austauschen, die nicht von Gesicht zu Gesicht gehen. Genau. So, das, wenn genau, ich stehe nicht vor dir, sondern übers Handy. Ja, übers Handy, genau. Stellt euch das mal so vor. Wenn ich zum Beispiel ein Bild von mir habe, das ich doof finde, kann ich es einfach zerreißen und wegwerfen. Wenn das Bild jetzt aber jemand anderes bei WhatsApp oder Instagram postet, dann ist das ungefähr so, als würde das blöde Bild hunderte Male kopiert und dann verteilt werden. Und ich kann nicht mehr selbst bestimmen, wer das Bild sieht und wer nicht. Und das ist echt ein Problem. Das ist meine Kollegin Amelie. Wir machen jetzt gemeinsam ein Cybermobbing-Experiment. Amelie spielt das Opfer. Und ich mache mich im Klassenchat über sie lustig. Was machen wir? Ja, posten mal ein Bild von ihr und erzählen über sie was Gemeines. Okay. Dann mach doch mal so ein richtig doofes Gesicht auch einfach. Okay. Super. Perfektes Foto. Ich schreibe jetzt einfach, das ist meine Kollegin Amelie und die hat einen ganz komischen Nachnamen. Amelie Schweinefuß. Die lachen sich alle kaputt. Oh Gott. Lol, die lachen dich richtig aus gerade. Das könnte man noch machen. Naja, eigentlich muss mein Gesicht auf dem Schwein sein, oder? Das würdest du machen? Mhm. Okay, dann setzen wir jetzt Amelies Gesicht auf ein Schwein. Kommt sowas vor, dass man Bilder bearbeitet und sich dann über Leute lustig macht? Das ist ja das, was die so mögen, diese Kreative, sag ich mal, dass diese Filter drauf machen kann, anders machen kann. Das wird aber auch benutzt, um gemein zu sein. Das kann man auch dazu nutzen, ja. Ja. Also ich habe jetzt hier so ein kleines Bild gebaut. Sieht so aus. Mhm. Also bist du wirklich einverstanden damit, dass ich das Foto von dir und einem Schwein kombiniert in diesem Chat sende? Ja. Ja? Ja, mach das. Okay, ich mache noch 3 Smileys dazu mit so, ich lache mich tot. Mhm. Gesendet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die 6B bei meinem Cybermobbing-Versuch mitmacht. Und ich sende noch eine fiese Sprachnachricht dazu. Wir grunzen einfach alle 3. 1, 2, 3. Amelie Schweinefuß.
Ja, das ist schon gemein. Also wenn das jetzt echt wäre, dann wäre es beleidigend. Ich glaube, ja genau, ich glaube, weil ich weiß, dass es nicht echt ist, ist es auch voll okay für mich, ne? Ja. Ja. Oh, und guck mal, da schreibt ein Mädchen, das ist Mobbing. So, na? Geht's euch noch gut? Ja. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was haltet ihr von dem, was so in der letzten Minuten, halben Stunde in unserem Chat passiert ist? Man konnte nicht mehr alle lesen und es war einfach viel zu viele Nachrichten. Eine Sache hat mich gewundert, dass du so schlecht über deine Mitarbeiterin geredet hast, weil das finde ich nicht richtig, das sollte man nicht machen. Sie kann ja auch nichts dafür, dass sie einen komischen Nachnamen hat und ich würde jetzt nicht drüber lachen, weil wenn ich so einen Nachnamen hätte, dann würden mich ja auch nicht alle auslachen, weil es kommt ja eigentlich nicht auf den Namen an, sondern meistens darauf, wie der Mensch ist. Also auf WhatsApp ist es erstmal schlimm, weil es dafür immer bleibt. Aber wenn man es jetzt so in der Realität, also außerhalb des Handys sagt, bleibt es auch. Und zwar also im Kopf des Menschen. Okay, also dann kann ich es jetzt ja auch eigentlich auflösen. Ich habe natürlich so viel Quatsch und Kram gepostet, weil ich wissen wollte, wie ihr alle drauf reagiert. Und was Amelie angeht, das war auch ausgedacht. Das war Teil eines Experiments. Ich hole sie einfach mal schnell rein. Warte mal. Hallo. Das ist die echte Amelie. Hallo. Hallo. Den Nachnamen Schweinefuß haben wir uns ausgedacht. Und sie war die ganze Zeit eingeweiht. Das heißt, wir haben uns nicht wirklich über sie lustig gemacht, sondern wir wollten testen, ob ihr auf unseren Versuch, ein Cybermobbing zu starten, einsteigt. Aber wenn das jetzt passiert wäre und Amelie wirklich von vielen fertig gemacht worden wäre, was kann man gegen sowas denn machen? Es geht nur dann, wenn man sich da wirklich mit der Hilfe von Erwachsenen, Eltern, Lehrerinnen, Klassenleitung etc. das Problem bespricht. Mhm. Und zwar dann in echt bespricht, ne? Nicht über WhatsApp. Wenn von euch mal jemand gemobbt wird, traut euch, mit einem Erwachsenen drüber zu sprechen. Und vor allem, wenn ihr seht, dass jemand anderes gemobbt wird, helft der Person. So wie die 6B. Na, ich bin auf jeden Fall froh, dass dieses Experiment, das Mobbing-Experiment, mit euch so gut gelaufen ist, weil wirklich eigentlich keiner von euch so richtig drauf eingestiegen ist. Und ich würde sagen, wir bedanken uns mal fürs Mitmachen, oder? Das war super mit euch. Vielen Dank. Beim Cybermobbing postet man fiese Dinge über andere im Internet. Wenn sowas passiert, sprecht mit einem Erwachsenen und helft euch gegenseitig. Gecheckt. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, jetzt hab ich's. Ja. Mama! Hallo, ich bin am Arbeiten. Ich ruf dich zurück. Okay, bis später. Tschüss. Entschuldigung. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie lang sind alle Filme zusammen, die in einer halben Stunde bei YouTube hochgeladen werden? A. 2 Stunden, B. einen Tag oder C. länger als eine Woche? Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Guckt mal. Während der Dauer von einer Folge Checker Tobi werden so viele Videos hochgeladen, dass man über eine Woche brauchen würde, um sich die alle anzugucken. Verrückt, oder? Richtig ist also Antwort C. So Leute, das war's vom Handycheck. Jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch meinen absoluten Lieblingsfilter, den lustigsten von allen. Oh nein, der Akku! Also macht's gut, bis zum nächsten Mal! Klappt noch, oh ja, klappt noch! Der tausend Leute